Heute findet hier statt, Elsterwerda bewegt sich. Das ist hier das diesjährige stattfindende Sportfest der Kinder in Elsterwerda von der Schule. Und wir unterstützen heute jedes Kind mit einem Nahkauf-Proviantbeutel, ausgestattet mit einer Halbliterflasche Wasser, einem Apfel, einer Banane und einem 5 € Nahkauf-Einkaufsgutschein, wo sich die Kinder dann noch alles Mögliche im Nahkauf von holen können. Im Laufe des Tages gibt es heute hier verschiedenste sportliche Aktivitäten, sei es Fußball auf dem Platz, Torwandschießen haben wir hier mit dabei, Kanu gibt es ja auch einen Stand, habe ich schon gesehen, und die Freiwillige Feuerwehr ist auch vor Ort. Und da gibt es heute für die Kinder verschiedenste Aktivitäten und wir unterstützen das Ganze natürlich auch mit. 27. August 2022, 8.30 Uhr, Elsterwerda kommt in Bewegung. Auch hier gilt, keine Dynamik ohne gute Vorbereitung. Ich finde das immer faszinierend und gerade auch, dass so viele Kinder dann immer kommen. Ja gut, es ist eine Schulveranstaltung, aber es ist trotzdem schön, dass das dann trotzdem so angenommen wird. Da sind um die 400 Schüler gesamt und dementsprechend mal gucken, wenn alle da sind, dann wird der Platz schön gefüllt sein. Max hat hier natürlich recht, alle kommen gern. Manchmal hat man das Gefühl, dass die Kinder ja ein bisschen eingerostet sind durch Corona und die jetzt einfach mal wieder sehen, was die Stadt alles zu bieten hat, weil sich ja manche Vereine auch in den kleinsten Ecken verstecken hier in der Stadt und dass alle mal auf einen Haufen sind, ist ja dann auch schön. Und es gibt noch was Schönes. Es ist schön, dass es wieder einen Nahkauf gibt, weil dann wieder ein Supermarkt mitten in der Stadt ist und ja, den kann man fußläufig erreichen. Ich wohne gleich um die Ecke, das ist sehr praktisch und ja, auch das Angebot ist sehr gut, ich gehe sehr gern hin. Nahkauf kommt natürlich auch gern auf den zentralen Marktplatz. Wir sind selber gespannt. Es scheint angeblich viele Sportgeräte zu geben und viel zum Probieren für die Kinder. Und wir lassen uns mal überraschen, wie es angenommen wird. Wird jetzt hier sportlich wahrscheinlich bewegt für alle Kinder was dabei sein? Ja, wir lassen uns mal überraschen. Ein Tag bewegt sich. Ein schöner Tag für die Kinder mit vielen verschiedenen Stationen. Allgemein für die Gesundheit wäre es schlecht, wenn man nur zu Hause rumsitzt. Da lassen sich die Elsterwerder und Elsterwerderinnen auch durch Nieselregen überhaupt nicht bremsen. Wir haben heute eine Regenparty. Wollen wir die durchführen? Ja! Wir freuen uns auf das Rhönrad. Und auf ganz viel Bewegung. Heute ist hier eine Stadt bewegt sich. Das haben wir organisiert, um den Kindern einfach so ein bisschen die Bewegung nahezubringen und um einfach den Verein auch die Chance zu geben, sich hier ein bisschen zu präsentieren, Nachwuchs zu gewinnen. Das war so unsere Intention. Funktioniert einfach prima. Klasse, Elsterwerda. Also bei Sonne kann jeder, wir können auch bei Regen, wir haben fröhliche Kinder. Ich bin wirklich von Herzen dankbar, es funktioniert, tolle Vereine, tolle Initiatoren und diese Stadt funktioniert einfach. Also die Kinder werden heute wirklich ganz klasse versorgt. Der Nahkauf hat dafür gesorgt, dass alle Kinder ein großes Frühstückspaket hatten. Damit ist der Nahkauf nicht nur wirklich als Sponsor für uns wichtig, sondern der war hier wirklich Freund. Ja, in einer Veranstaltung, wo wir ohne Helfer hätten das gar nicht bewerkstelligen können. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank, Frau Bürgermeisterin, für dieses tolle Sportfest. Leute, die man halt kennt, wie gesagt, man ist ja hier auch geboren, das ist schon jahrelang und sonst irgendwas. Wie gesagt, das ist der ganze Freundeskreis hier und wie gesagt, die Innenstadt ist ja nun alles auch, man sieht es ja, regelrecht neu gemacht worden und das ist halt auch das Schöne daran. Also. Es lässt sich sehr gut leben hier, ja. Elsterwerda ist eine sympathische Stadt mit vielen sportlichen, kommunikativen, sozialen und kulturellen Angeboten. Elsterwerda bewegt sich. Elsterwerda bewegt sich 2022 ist wieder ein voller Erfolg.